Hier melde ich mich wieder aus den Otium in Manavgat, Türkei, Otium Family Club, und das ist der Ausblick zu dem schönen Pool, was heute erstmal nicht für mich gilt, nämlich, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, ich bin nämlich jetzt hier in meinem eigenen reservierten Fitnessclub, außer die junge Dame hier, die gerade noch die Geräte sauber macht, und zwar, dieser Fitnessclub ist für mich eine Stunde reserviert, wegen Corona. Und jetzt sind natürlich noch keine Gewichte drauf, aber Tommy oder Andreas, ich kann euch ja gleich mal sagen, da werden jetzt gleich alle Gewichte draufgelegt, die es gibt hier in der Türkei. Und hier hinten kann man schön Fitness machen. Und das letzte Mal, als ich ein bisschen trainiert habe mit Arnold damals, das war im März 2000 und letztes Jahr, also 2020. Ja, dann schauen wir einfach mal, ne? Also jetzt kann ich das Handy noch halten, mal gucken, wie lange das dauert. Jetzt gucken wir mal. Ach! Keine 50 Kilo Hanteln hier? Ich bin enttäuscht. Wie soll ich denn hier Curls? Alter, sind die schon die richtigen für mich? Warte mal. Oh, boah, der Bizeps, der geht schon hoch, ey. Das sind ja mindestens schon 40 Kilo. Oh, nicht 2 Kilo, alles klar. Okay, dann gucken wir mal weiter hier. Bizeps. Ja, genau, das waren Zeiten in den 80er mit Lee Haney und was weiß ich nur alles. So, genug gelabert. Ich muss jetzt zum Sport. Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, wir sind auf Sendung. Otium Beach Strand. Ja, wir sind gerade hier mit dem Bus angekommen, beziehungsweise kurz mit dem Shuttle. 5 Minuten vom Hotel. Man kann auch 10 Minuten zu Fuß laufen. Und jedes Hotel hat hier so seinen kleinen Strandabschnitt mit allem drum und dran. Und ja, hier kann man ja schon die ersten Spiele im Beachvolleyball. Nachher werde ich den Jungs mal zeigen, wie man richtig Beachvolleyball spielt. Aber okay, das alles später. Ja, hier links ein paar Plakate und jetzt gehen wir mal rein hier. Hier gibt es ganz viele Liegen, hier kann man sich die Füßchen sauber machen und jetzt gehen wir erstmal zur Bar, weil All-In heißt ja All-In. Ne? Und hier wird schon gebutschelt, gemacht, getan und ich finde das einfach klasse hier. Wir werden uns nachher hier hinsetzen, beziehungsweise Jenny sitzt jetzt hier schon. Hier gibt es klasse was zu essen. Und die sind hier am Brutscheln, Döner. Ist natürlich nicht so reichhaltig wie im Hotel, aber das ist eigentlich völlig egal. Wir haben hier alles, was wir wollen. Hier gibt es eine Eistruhe. Da gibt es für die Kinder Eis. Es gibt hier Bier, Longdrinks, alles, was man will. Man hat natürlich auch hier Internetempfang. Kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Und hier sitzt schon die Familie. Cassandra, Mama, Maschlanka, Jenny Beck. Heute Chatting mit deiner Familie, ne? Beziehungsweise mit ihren Freunden. Und hier sind die beiden Knuffis. Samara, Cassandra. Was macht ihr gerade? Eisessen. Ja, das sieht man. Ne? Habt ihr noch andere Hobbys außer Eis essen? Nee, ne? Schwimmen. Okay. Ich bin noch am Film. Ich gehe mal weiter. So, hier ist die Bar. Hier sitzen ganz viele Leute. Hier kann man gut essen. Und ja, jetzt schauen wir mal ganz kurz zum Meer. Dann haben wir auch alles mal eingetütet hier. Wollen wir mal schauen. So, ich gehe mal hier kurz rüber. Aschentonnen, Mülltonnen, wird auch alles getrennt hier. Alles sauber. Die Liegen sind natürlich frei, gehören zum Hotel. Und ja, man geht hier hin, man kommt hier hin, man hat hier alles. Man gibt hier keinen Euro aus, wenn man nicht möchte. Und hier sieht man auch schon, ganz viele Leute liegen hier. Und dann gehen wir mal runter zum Strand, weil wir uns das Wasser ganz kurz anschauen wollen. Ja. Da kommt schon nette Mama, hallo, oder Schwester. Gut. Ja, hier nochmal zum Strand. Der Strand ist etwas steinig, kieselig, aber das war ja von vornherein klar.